Die Augenringebehandlung stellt für den plastisch-ästhetischen Chirurgen immer eine besondere Herausforderung dar, weil jedes Gefäßnervenplexus, jeder Hauttyp, auch die Hautdicke an dieser Stelle, ist bei jedem Patienten unterschiedlich und hier muss man ein besonderes Augenmerk haben, damit das Ergebnis am Ende auch so ist, wie sich der Patient am Ende wünscht. Und hierauf muss man sich einlassen können und auch die gezielten Mengen in der richtigen Ebene injizieren können. Vor allem ist dabei zu achten, dass der Gefäßnervenplexus, der in diesem Areal nicht nur die Tränenrinne, auch darüber sehr fein verläuft und eine Verletzung dieser wäre hier nicht verzeihbar. Dafür haben wir ja schon einige Beispiele gezeigt, die auswärtig behandelt worden sind und die katastrophale Ergebnisse mit sich bringen, was wir nur noch korrigieren können und teilweise auch nur noch operativ korrigieren können. Wenn man allerdings diese Behandlung richtig macht, dann ist es so, dass die Patientin auch entsprechend glücklich ist, wie diese Patientin, die regelmäßig zu ihrer Behandlung kommt, in Abständen von circa immer 6 Monaten.